Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video haben wir einiges zu bereden, denn ich mache ja dieses Projekt auf meinem Kanal, wo ich mir eine Auswahl an bestimmten Produkten zusammensuche und diese Produkte einen ganzen Monat lang verwende. Natürlich sammelt sich da auch etwas an, also Produkte, die ich wirklich feiere, wo ich sage, boah, das hat jetzt wirklich gut funktioniert und ich bin froh, dass ich sie gekauft habe. Und ich empfehle natürlich auch diese Produkte gerne anderen. Und natürlich haben wir jetzt so Halbzeit. Wir haben jetzt 6 Monate, wo ich in jedem Monat andere Produkte benutzt habe, unterschiedliche, querbeet durch alle Kategorien mal durch, außer halt natürlich Augenbrauenprodukte. Da braucht ihr mich gar nicht zu fragen, da bin ich leider total unerfahren, da kenne ich mich nicht aus. Aber die Produkte, die ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen kann, die gehen wir jetzt einmal durch. Ich habe diese Produkte alle in einem Mini Shop My Stash Project Pen bereits benutzt und kann euch direkt sagen, was ich so toll an denen finde. Wir starten einmal mit Unleashia. Das war jetzt nicht die Palette, meine ich, die ich benutzt habe. Die habe ich jetzt aber mal stellvertretend mal rausgekramt. Moment, ich habe jetzt hier noch 2 weitere. Und das war diese Palette, die ich benutzt habe. Das ist All of Peach AD. Dann habe ich diese Palette letzten Monat benutzt. All of Coral Pink. Und das ist einfach die Press Glitter und die Shimmer Variante. Und wir haben hier einfach All of Glitter. Das ist eine koreanische Marke, die aber hauptsächlich Produkte herstellt für die Welt. Ja, also es ist keine Marke, die wirklich in Korea so stark vertreten ist, sondern das ist wirklich eine Marke extra für andere Länder gefertigt. Ist aber tatsächlich aus Korea und ich mag die Formulierung wirklich sehr. Ich mag, dass die matten Töne jetzt nicht zu austrocknend sind. Ich krieg's mal wieder nicht auf, es tut mir leid. Es gibt Toppertöne, es gibt diese Press Glitter. Bei den Press Glittern ist es so, dass die noch so eine Art Base haben, sodass ihr die wirklich ohne Glitterglue problemlos auf euer Lid tappen könnt. Und es sieht wirklich, wirklich schön aus. Teilweise haben die auch so eine Art Duochrom-Effekt. Und das finde ich richtig klasse. Bei dieser Palette hat mir jetzt so ein leichter, schöner, heller Schimmerton fürs Inner Corner jetzt gefehlt. Die habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich oft in Anwendung gehabt. Ich habe sie schon mal benutzt, aber jetzt nicht so oft, dass ich euch wirklich eine wirkliche Meinung dazu geben kann. Aber die hier, die feiere ich. So, dann machen wir weiter mit, Moment, vielleicht mal mit diesem Produkt hier. Das ist der Skin Tint von Essence. Und eigentlich habe ich gedacht, das ist vielleicht nicht ganz so wirklich mein Produkt, weil ich sehr stark ölige Haut habe. Und da habe ich wirklich angenommen, dass die auf meiner Haut einfach zerbröckelt mit der Zeit. Nee, also sobald ich das abpudere, habe ich wirklich eine Foundation, die sowohl leicht ist und trotzdem auch lange hält. Und das hat mich wirklich, wirklich überzeugt. Ich finde es halt nur schade, gerade wenn man dieses Produkt mit einem Schwämmchen aufträgt, dann müsst ihr natürlich auch sehr viel Produkt benutzen. Also es geht auch schnell leer. Da würde ich euch vielleicht empfehlen, das Ganze mit einem Pinsel aufzutragen. Ich finde es eine schöne Foundation für Tage, wo ihr sagt, okay, meine Haut sieht wirklich gut aus. Ich brauche nichts Schweres und da möchte ich einfach nur etwas Leichtes auf der Haut. Dann ist das euer Produkt. Ich habe hier übrigens die Farbe 20. Das ist mir so ein bisschen zu gelbstichig, aber wenn ich Puder drüber lege, dann gleicht es das Ganze nochmal aus. Dann kommen wir zu Belle Hypoallergenic. Da habe ich jetzt einige Sachen schon probiert, getestet und 2 Paletten
dürfen bei mir definitiv nicht fehlen. Einmal die Highlight und Bronze Kit Palette und einmal die Highlight and Blush Kit Palette. Bei dieser Palette hier, tut mir leid, wenn sie so ein bisschen wüst aussieht. Hier ist mir das Ganze einfach mal runtergefallen und da ist mir was abgebrochen. Wir haben hier drei Highlighter. Von dem habe ich eigentlich gedacht, dass er mir zu dunkel ist. Aber nein, es geht. Es funktioniert gut. Ich finde, dass die Töne wirklich sehr gut geeignet sind für kühle Hautuntertöne. Gerade so den Bronzer, den feiere ich einfach von der Farbe auch. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist einfach, dass dieser Bronzer hier in so einem schmalen Pfännchen mit drin ist. Da kommt man mit dem Pinsel einfach nicht so gut rein. Das ist so das einzige Manko an dieser Palette hier. Ich liebe einfach die Formulierung von diesen Paletten hier. Dann habe ich noch die Blush Kit Palette. Die habe ich momentan in meinem Minishop Maestash Project Pen mit drin. Und ich liebe diesen Blush. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich liebe diesen Blush. Dieser Highlighter ist mir tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen zu dunkel. Aber diese beiden kann ich wunderbar verwenden. Und den hier habe ich schon wirklich gerockt, sage ich jetzt mal, also deutlich mehr benutzt. Dann kommen wir zu Mascaras und zwar von Art Deco habe ich wirklich super Mascaras, muss ich sagen. Die Angel Eyes Mascara in Blau, ich habe sie auch in Schwarz und die hat dieses bisschen hier, damit komme ich wirklich sehr, sehr gut an meine Wimpern dran. Es passt sich wirklich der Form meiner Augen an, sodass ich wirklich jede Wimper gut greifen kann. Und das Blau kommt wirklich schön rüber. Ihr könnt diese Mascara gut mit warmem Wasser abwaschen. Es hinterlässt keine Sauerei, wenn ihr das runternehmt. Das finde ich richtig gut. Und die stempeln auch nicht ab. Genauso wie diese Volume Supreme Mascara aus dieser Limited Edition von Art Deco, dieser Goddess of the Sun. Und die hat diese Bürste hier. Macht wirklich ein schönes Volumen, schöne Länge. Ich liebe es einfach. Das ist jetzt eine in dunkelblau. Manchmal sieht man das Blau, manchmal nicht. Das kommt immer drauf an. Aber überwiegend sieht sie eher aus wie schwarz. Und ich mag einfach beide Mascaras sehr, sehr gerne. Dann habe ich dieses Produkt hier. Das ist von Wet n Wild. Das Marshmallow Lip Mousse. Und so könnt ihr euch das wirklich vorstellen. Es ist ein schönes Mousse, was nicht irgendwie klebt auf den Lippen, was sich wirklich schön weich anfühlt und es bleibt auch ziemlich lange. Also ich hätte es nicht gedacht, dass ich dieses Produkt wirklich feiern würde. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Geruch nach Kuchen. Irgendwas süßem Gebäck. Nee, das mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Und es hat ein richtig cooles Füßchen. Ich zeige euch das mal. Das passt sich wirklich sehr schön der Lippenform an. Und damit hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, das Produkt wirklich gut auftragen zu können. Ich habe hier die Variante Cloud Chaser. Ich habe sie noch in einer anderen Farbe, aber das habe ich noch gar nicht benutzt. Das ist bei mir noch zu. Dann ebenfalls von Belle Hypoallergenic. Mann. Jedes Mal diese Probleme mit dem Namen. Die Tinted Foundation. Ja, die Serum Foundation von Belle. Ich habe sie hier in der Farbe 01, meine ich, müsste es sein. Ivory. Und das, glaube ich, ist besser für diejenigen von euch, die vielleicht trockene Haut haben. Weil auf meiner öligen Haut habe ich das Gefühl, dass die Haltbarkeit auf dem Gesicht über den Tag hin verteilt einfach nachlässt. Das bröckelt so an manchen Stellen einfach auseinander, also schneller auseinander als für gewöhnlich mit meiner Matte and Soft Foundation. Die ist halt gut geeignet für diejenigen von euch, die halt ölige Haut haben. Beide haben wirklich eine ähnliche Formulierung. Das hier ist einfach nochmal eine Spur fester. Aber beide haben wirklich so, so einen schönen Touch. So als würdet ihr eure Haut gerade mit so Wasser eincremen. Und das fühlt sich wirklich nass an auf der Haut. Finde ich total klasse. Was ich jetzt bei dieser Verpackung nicht mag, ist einfach die Pipette. Ich hasse
Produkte mit Pipetten. Ich finde es grauenvoll. Dann kommen wir zu einer Palette, die ich letzten Monat, nee, vorletzten Monat benutzt habe. Das ist die Revolution Lidschattenpalette Hyper Real. Das ist eine Limited Edition, aber ihr kriegt es noch. Hier haben wir nur Schimmertöne und Topper. Wirklich nur Schimmertöne. Ich liebe diese Palette, weil man sie halt gut kombinieren kann mit matten Tönen und die Textur ist wirklich schön deckend. Ich muss sagen, ich bin momentan wirklich sehr angetan von Revolution und deren Paletten. Das ist jetzt schon die zweite Palette, wo ich sage, nee, die dritte. Die dritte Palette, wo ich wirklich sage, die Qualität hier stimmt wirklich in allen Maßen. Das ist wirklich eine tolle Qualität. Das hier ist eher so ein Topper. Das sind alles so cremige, weiche Texturen und die halten auch lange auf dem Auge. Finde ich top. Etwas, was ihr, glaube ich, noch bekommen solltet, zumindest in einigen Online-Shops, ist dieser Lippenstift aus dieser Joker Limited Edition von Catrice. Normalerweise bin ich kein Freund von Catrice, aber dieser Lippenstift hat es mir wirklich, wirklich angetan. Der wird als matt wirklich beworben, aber ich sage euch, matt ist der vielleicht zu Anfang nicht unbedingt. Der hat eigentlich mehr so eine cremigere Textur, der trocknet aber wirklich so matt runter. Also sobald dieser Pflegeanteil weg ist, habt ihr einen wirklich schönen matten Lippenstift, der aber die Lippen nicht austrocknet. Das finde ich wirklich wichtig, gerade bei meinen super trockenen, pupstrockenen Lippen ist das wirklich ein Problem. Und das ist ein super neutraler Ton, den ihr wirklich jeden Tag und zu allem Gefühl tragen könnt. Das hat mich wirklich überrascht. Da muss ich sagen, da hat Catrice wirklich einen tollen Lippenstift rausgehauen, den ich auch tragen konnte und den ich nicht aussortiert habe, wohlgemerkt. Bleiben wir doch bei Lippenstiften, bei Lippenprodukten und da habe ich gleich drei verschiedene von Art Deco. Diese drei hatte ich zeitgleich in einem Mini-Shop My Stash Project Pen und das im letzten Monat. Ich habe einmal den Couture Lippenstift, das ist der hier. Da könnt ihr euch die Außenhülle aussuchen und dann sucht ihr euch den Lippenstift aus. Steckt ihn da rein. Sobald der sich aufgebraucht hat, tauscht ihr das Ganze aus. Das ist also ein Nachfüllprodukt. Ich habe hier die Farbe 210 und ich habe die Farbe 218. Die Formulierung finde ich super nice. Ihr könnt das super schnell auftragen. Der Lippenstift, der trocknet eure Lippen nicht aus. Es fühlt sich wirklich angenehm und seidig an. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Das finde ich wirklich schön. Der hier, definitiv, der riecht. Also das ist einer von diesen Lip Tint Pflegelippenstiften. Die sind also vom Finish her wie so ein Pflegelippenstift, aber mit Farbe. Der hier ist nochmal pH Reacting, also das tönt sich zusätzlich noch mal ein bisschen ein in Verbindung mit eurer Haut. Und sobald auch hier dieser Pflegeanteil sich abgenutzt hat, der tönt eure Lippen ein. Also die bleiben noch relativ lange getönt und das finde ich richtig klasse an denen. Also ich habe ihn jetzt in drei Farben und ihr seht, da wird mit der Zeit dunkler. Ja. Meine Lieblingsfarbe ist die Farbe Coal. Ich liebe einfach diese Farbe, die sieht so toll aus. Ein Lippenstift, von dem ich wirklich hin und weg war, auch in diesem Monat oder im letzten Monat, im Juni. Das war dieser hier. Das ist einer dieser Hydra Care Lippenstifte. Meiner sieht hier wirklich wüst aus, es tut mir leid. Der sieht hier recht dunkel aus. Ich finde es schön, dass er kühl ist, aber so dunkel sieht er gar nicht aus, weil wir haben hier einen sehr breiten Streifen an einem Pflegelippenstift, sage ich jetzt mal.
Und es verbindet sich einfach mit diesem farblichen Anteil. Und dann sieht es ebenfalls aus, als hättet ihr einen Pflegelippenstift auf den Lippen. Ich habe mir von denen jetzt mehrere gekauft, muss ich sagen, weil ich von dem einfach nur so überzeugt war. Es gleitet auch hier über eure Lippen. Eure Lippen sehen gepflegt aus. Die Lippenfältchen werden nicht so hervorgehoben. Das fand ich richtig schön an denen. Und was muss ich sagen? Also Art Deco überzeugt mich nicht nur durch die Wimperntuschen, sondern auch mit deren Lippenprodukten. Wow. Wow. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe das. Klar, sie sind nicht gerade günstig. Aber sie bieten auch Qualität und das ist mir wichtig. Also das ist jetzt für mich eher so eine High-End-Marke, würde ich jetzt sagen. Also höher würde ich jetzt tatsächlich auch nicht gehen, einfach vom Preis her, weil ich mir denke, man hat zwar zum Teil so ein bisschen das Gefühl, als hätte man wirklich ein super tolles Produkt, weil es halt teuer war. Und dann hat man halt schon so ein schönes Gefühl, ne? Eine Zeit lang. Aber diese teureren Produkte sind nicht immer die besten Produkte, sage ich jetzt mal. So, dann machen wir weiter. Ja, ich habe hier noch zwei Produkte von Belle. Und zwar ist das dieser Fresh Blush in der Farbe Frozen Rose. Das ist so ein schöner Alltagsblush. Der lässt sich super auftragen, super verteilen. Der ist super neutral. Also ihr könnt ihn wirklich zu jedem Look tragen. Der hat einen ganz, ganz dezenten Glow. Wahrscheinlich sieht man das gar nicht so wirklich, wenn ihr auf so einen No-Make-up-Make-up-Look geht. Dann würde ich euch diesen Blush hier empfehlen, weil der ist wirklich so neutral und so schön. Ich mag den einfach. Ich habe den auch hier überwiegend durchgängig benutzt in einem Monat und war wirklich sehr zufrieden. Diese hier dürfen bei mir tatsächlich auch gar nicht mehr fehlen. Ich kann mir auch meine Monate gar nicht ohne die vorstellen. Das sind diese pflegenden Lippenstifte von Belle und da muss ich sagen, gerade wenn ihr super trockene Lippen habt, schaut euch die mal an. Die pflegen wirklich eure Lippen. Ich kann nichts Schlechtes dazu sagen. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, meine Lippen sind eine einzige Wüste, dann nehme ich gerne die. Und diese Lippenstifte, die pflegen den ganzen Tag meine Lippen, ohne das Gefühl, als würden sich meine Lippen, als würde sich meine Haut zusammenziehen und einfach nur unangenehm ziepen, finde ich schön. Die sind relativ durchsichtig. Also so krass deckend sind die auch nicht. Aber ich finde die so angenehm auf den Lippen. Wirklich, wirklich angenehm. Ich habe hier die Farbe 04, 02 und ich habe auch noch die Farbe 03. Dann machen wir weiter mit Benefit. Von Benefit habe ich einiges. Diese zwei Produkte habe ich jetzt in meinen Mini-Shop My Stash Project Pen mit drin gehabt. Den hier letzten Monat. Das ist der Sunny Blush. Der hat einen wirklich schönen, kühlen Ton. Den finde ich richtig klasse. Der passt halt einfach sehr gut zu kühlen Hautuntertönen. So ein wirklich schöner Peach-Ton, sage ich jetzt mal. Und leider muss ich sagen, dass die parfümiert sind. Also, wenn ihr sowas nicht mögt, dann würde ich sagen, Finger weg. Aber die sind so toll. Die lassen sich so gut verteilen, ausblenden und aufbauen. Wirklich eine tolle Textur. Das gleiche gilt auch für die Highlighter. Ich habe von Benefit 2 einmal den Tickle und einmal den Cookie. Und der Tickle, anfangs habe ich wirklich gedacht, uiuiui, also den kann ich ja wirklich nicht zu ein Looks tragen, weil guckt euch mal den an. Der hat einen Goldanteil. Zuerst habe ich mich nicht getraut, den zu tragen, weil mich dieses Gold tatsächlich abgeschreckt hat. Aber wenn ihr das auf einem Blush wie diesem hier auftragt,
Dann sieht es eher aus, als wäre es Bronzen. Also nicht wirklich Gold, sondern eher wie Bronze. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Der Schimmer, es ist kein grobes Glitzer. Definitiv nicht. Also es ist wirklich ein schöner Schimmer und ihr könnt es wirklich sehr, sehr schön und fein verteilen. Also da muss ich auch sagen, das Geld hat sich wirklich gelohnt, in diese Produkte das Ganze investiert zu haben. Dann machen wir weiter mit Trended Up. Da habe ich jetzt stellvertretend diese Mascara rausgeholt. Das ist von Trended Up die False Lash Boom Mascara. Ich hatte noch die orangene Mascara. Momentan habe ich eine andere Mascara in meinem Minishop My Stash Project Pen. Und ich muss sagen, dass mir jede von denen echt gut gefällt. Diese hier macht eher so Verlängerung, wirklich einen falschen Wimpern-Effekt. Die Bürste sieht übrigens so aus. Ich hätte nicht gedacht, dass die für mich funktioniert, aber Halleluja! Das Ergebnis ist wirklich schön. Es ist jetzt schon meine zweite Tube. Die Orangene macht eher einen Volumeneffekt. Und die neue, das ist ebenfalls eine Volumen-Mascara. Und ich muss sagen, dass ich auch die wirklich feiere. Ich habe sie jetzt noch nicht so oft benutzt, deswegen kann ich euch nicht wirklich viel dazu sagen. Da werdet ihr in meinem Update mehr darüber erfahren. Aber bisher macht sie einen wirklich guten Eindruck. Auch diese Mascara stempelt nicht ab. Gerade bei meiner öligen Haut ist das super wichtig, dass ich keine Panda-Augen habe. Und die lässt sich auch wunderbar mit warmem Wasser abwaschen. Also ich benutze kaum noch wirklichen Make-up-Entferner. Dann machen wir weiter mit Essence. Und bei Essence haben mich diese Blushes aus dem Standardsortiment überzeugt. Die Blush Crush einmal in der Farbe Lovely Lilac und einmal Cool Berry. Den habe ich momentan in meinem Minishop My Stash Project Pen. Und da muss ich sagen, dass die Farbe, die ihr hier seht, die sieht jetzt hier recht rötlich aus. Aber sobald ich das auftrage, wirkt es eher kühler. Das hat mich wirklich überrascht, muss ich sagen. Also es sieht ganz anders aus als hier im Pfännchen. Und diese Farbe hatte ich auch in meinem Monat schon mit drin gehabt und ich liebe die. Ich liebe die. Ich finde die so schön. Die schmeichelt mir auch. Und diese Blushes, die könnt ihr super gut verteilen. Die lassen sich wunderbar ausblenden, aufbauen. Und was das richtig coole dran ist, ihr könnt die Pfännchen tatsächlich retten, wenn euch mal der Deckel abbrechen sollte, was ja bei den Essensverpackungen ja öfters der Fall ist. Also ihr könnt das Pfännchen rausnehmen, indem ihr einfach diese Lasche dann runterzieht. Und dann könnt ihr den Blush einfach in eine leere magnetische Palette umsetzen. Genial. Im letzten Monat hatte ich auch dieses Produkt mit am Start und das ist jetzt mittlerweile ein Backup, weil ich mir das nachgekauft habe. Ja, ich liebe dieses Produkt. Ich liebe dieses Finishing-Puder. Ich habe es mir aus Versehen gekauft. Wirklich aus Versehen. Ich wollte es eigentlich nicht kaufen, weil eigentlich habe ich ursprünglich gedacht, dass es ein Highlighter ist. Nein, es ist kein Highlighter. Es ist ein Finishing-Puder. Aber was für eins? Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so überzeugen würde, denn es gleicht tatsächlich meine Base aus. Also sobald ich abgepudert habe, gehe ich mit diesem Finishing-Puder nochmal kurz drüber. Und das ist so ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. Man sieht es vielleicht nicht so krass, aber es macht schon was aus, muss ich sagen. Und ich lieb's. Daher habe ich es mir nachgekauft. Und kommen wir jetzt schon zu dem letzten Produkt. Und das habe ich jetzt hier in dieser leeren Palette mit drin. Hier habe ich Lidschatten und zwar von NAM. Das sind alles Schimmerlidschatten. Der hier hat etwas gröberes Glitzer und der hier auch. Alle anderen sind eher so feinere metallische Lidschatten. Der hier und der hier, das sind beides Duochrom Lidschatten. Ich habe hier die Variante Frosty Silver. Und das ist Sparkling Rose. Und ich liebe einfach den hier oben. Der ist. Seht euch das mal an.
Der sieht so toll aus. Ah, wo tue ich den hin? Das hat so einen schönen spiegelnden Effekt. Das shiftet ins Li also ins Blaue. Es hat ja eine lilane Base, aber es shiftet ins Blaue. Das sieht so schön aus. Ich würde jetzt tatsächlich auch eher behaupten, dass es ein Multichrom ist. Aber da bin ich nicht so sicher. Vielleicht seht ihr da mehr als zwei Farben. Wer weiß. Ich liebe die. Und auch dieser Ton hier, der sieht super schön aus. Ich mochte ihn wirklich sehr. Das ist Stella Pink. Auch richtig, richtig klasse. So ein schöner, kühler Lidschatten. Und die Performance ist einfach klasse. Wirklich klasse. Ich habe es richtig genossen, diese Lidschatten zu benutzen. So, das waren alles Produkte, die ich getestet habe. Das waren alles Produkte, die ich abgöttisch liebe. Das sind Produkte, die für mich funktionieren, die zu meinem Hautunterton passen, die zu meiner Haut passen im Allgemeinen und die einfach alles erfüllen, was ich mir von Produkten dieser Art erwarte, erhoffe. Und da war wirklich jeder Cent wert, diese Produkte gekauft zu haben. Wirklich jeder Cent. Ich bereue nichts. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es war informativ für euch. Falls ihr ebenfalls diese Produkte besitzt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Dann können wir uns darüber austauschen. Und ich würde sagen, ich mache hier schon mal Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wann immer ihr das seht. Und dann sehen wir uns natürlich beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao, ciao.